Hey, Leute, und mal wieder willkommen zurück zu Dokkan Battle, ne? Und vergesst mal Licht einzuschalten. Wir hatten schon ewig kein Dokkan Battle mehr, Leute. Das heißt, wir werden hier heute mal ganz genüsslich ein bisschen Dokkan Awaken. Das Licht auch wieder aus. Dunkel ist besser. Auf jeden Fall. Wir hatten in letzter Zeit immer nur Openings in Dokkan Battle, da ich nicht wusste, was für ein Video soll ich denn machen? Dieses Video, Leute, ihr habt jetzt die Möglichkeit. Schreibt in die Kommentare. Welche Dokkan Battle Videos wünscht ihr euch hier am Kanal? Haut's mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich möglichst viel davon umsetzen. Und heute, Leute, übrigens, werden wir einen Charakter Dokkan Awaken. Ihr habt es ja eh schon gesehen am Subnet und so weiter. Und zwar endlich meinen Super Saiyan 4 Gogeta. Ihm fehlt noch eine einzige Medaille. Und die holen wir uns heute dank der Schlüssel. Und Leute, ich habe mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt rein. Los geht's. Schlag auf Schlag mit voller Kraft los vorwärts. Doch gewahrt unterliegst du. Dann steh wieder auf. Leute, ich hab so Bock. Ich will endlich diesen Gogeta Dokkan Awaken. Endlich. Oh, ich habe keine Freunde mehr hier, der. Sehr schön. Ich spiele mit meinem Saiyajin-Team. Meinem Full-Power-Saiyajin-Team. Ich habe gerade echt komplett vergessen. Saiyajin-Team auf jeden Fall. Ja, einen kurzen Aussetzer, ne? Und mit dem werden wir jetzt versuchen, hier nochmal Gogeta wegzurasieren. Das Einzige, was mich hier am Gogeta Farmen extrem nervt, am Medaillenfarmen, Katze, ist der weite Weg, Leute. Wir rennen hier gefühlt 3 Stunden bis zu Vegeta, zu Gogeta. Das ist ein bisschen nervig, muss ich ehrlich zugestehen. Aber wir schaffen es, Leute. Wir schaffen das. Ich will in diese Folge mit euch gemeinsam... Nein, ich hätte 5 drücken sollen. Mit euch gemeinsam Dokkan Awaken. Das haben wir bisher nämlich immer gemeinsam gemacht. Wir haben meinen Super Saiyajin Blue Vegeta Dokkan Awaken. Meinen Gogeta. Meinen... Haben wir noch Dokkan Awaken? Meinen Broly, rechts im Bild, ja. Aber wir haben schon einiges Dokkan Awaken. Ich habe auch schon 2 Legend Rare gemacht mit euch. Muss ich auch bald wieder mal machen. Aber wie gesagt, haut mal in die Kommentare, Leute. Was wollt ihr eigentlich sehen? Na, da bin ich immer sehr gespannt. Es wird nämlich sehr oft gewünscht in den Kommentaren. Rabbit, mehr Dokkan Battle. Und ich so, ja. Aber was denn? Ne? Aber was denn? Also Leute, ihr könnt dieses Video jetzt komplett nutzen dafür. A, um sich diese geilen Animationen zu gönnen. Wie Vegeta einfach so ein Goku bis auf ein putzliches Leben, was jetzt ein bisschen Pech war, einfach ausgelöscht hat. Aber dafür sehen wir diese geile Broly-Animation. Ey, ich finde das schon geil. Ist schon wirklich geil. Muss ich schon sagen, das mag ich an dem Spiel sehr. Die Animationen an dem Spiel, finde ich mega geil. Und was ich noch an dem Spiel feiere, es gibt kein PvP. Es gibt kein PvP. Man muss sich hier nicht rumärgern oder sonst was. Es ist alles nur PvE, bis auf das World Tournament. Aber das ist ja auch kein Live-PvP, sondern nur da treten halt Teams von jemandem an gegen dein Team und so weiter. Ist jetzt kein Live-PvP. Ne? Das kann man jetzt so nicht vergleichen. Und deswegen finde ich das ganz geil. Ja, zum Beispiel, ich hätte das World Tournament wieder mal für euch aufnehmen können. Ich war mir aber nicht sicher, ob ihr das World Tournament zum 3. oder 4. Mal auf meinem Kanal sehen wollt. Ich war mir unschlüssig, ne? Ich war mir sehr unschlüssig. Okay, wir gehen da schon mal ausgelöscht. Weiter geht's zu Son Goku Super Saiyan 4. Mit unserem auch erst in einem Video awakten Turtles, ne? Zur Tareless. Kann ihn auslöschen. Nein! Auch hier bleibt ein Futzelchen. Oh, er macht noch eine Attacke. Danke, Raditz. Und ja, Raditz muss noch aus meinem Team rausfliegen. Und dafür kommt dann Legend Rare Super Saiyan 3 Son Goku ins Team. Ne? Also Raditz wird noch ausgetauscht. Keine Panik. Oh, wir haben gerade das Stream-Team hier am Start. Ne? Ich würde aber gern starten mit ihm hier. Einfach so. Einfach so, Leute. Würde ich gerne mit ihm hier starten. Just for so, ne? Just for so. Mal gucken, wie viel Damage wir jetzt hier verteilen können. Erstmal kriegen wir großen Damage vom gegnerischen Super Saiyan 4 Gogeta.
Geht so. 80.000. Jetzt kommt unser Broly. Komm, Baby. Leider hat sich unser Broly nicht verwandelt. Schade. Aber gut, Damage schon mal. Jetzt kommt natürlich noch viel, viel mehr Damage. Denn mein Super Saiyan 4 Goku haut richtig hart rein. Leider kein Crit. Oh. Kannst du critten, Vegeta? Bitte, auch wenn du natürlich die falsche Farbe hast. Mit blauen Helden grüne anzugreifen, ist nicht so sinnvoll, ne? Aber ich habe leider zu viele blaue Helden. Oh ja! Guckt euch die Animation an. Wer hat das auch vermisst? Ich. Ich hoffe, du auch. Beide! Unser Befreundeter, Super Saiyan Blue Vegeta und unser Vegeta haben sich nun beide verwandelt in den gemeisterten Super Saiyan Blue. Leider, Leute, haben wir jetzt ein Problem. Und zwar, wir haben jetzt drei blaue Helden gegen den grünen. Das wird ein bisschen nervig, ne? Das wird nicht viel Schaden. Ich glaube nicht, dass wir ihn besiegen können. Und das Problem ist eher, dass wir hart auf die Schnauze bekommen, ne? Wenn er eine Ultimate einsetzt. Ah, es sieht so gut aus. Nehme ich auf. Ich nehme aus. Ihr seht, der Damage ist natürlich nicht hoch. Und Crit war gut, weil wir halt die falsche Farbe haben. Wir bräuchten lila Helden. Ich habe nur Raditz dabei. Mal gucken, wie viel Schaden unser Thales oder Turtles macht. Ah, geht so. Und nochmal, weil es so schön war. Nochmal Final Flash. Eieiei. Aber wie gesagt, er kann ihn leider nicht. Oh, kann ich doch besiegen. Er hat einen Crit rausgehauen und greift nochmal an. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Das war mein Super Saiyan Blue sogar. Wir haben drei Medaillen bekommen, was komplett ausreichend ist. Denn somit können wir ihn nun awaken. Ich freue mich. Das habe ich schon so lange vor mir hergeschoben. Und endlich kann ich es jetzt nun machen. Ne? Auch ihn zu Dokkan awaken. Kurz vom Level Up auch sehr schön. Das Lustige ist, wenn man die Schlüssel benutzt hier, dann verbraucht man auch keine Energie. Ne? Deswegen ist meine Energie oben hier voll, obwohl ich jetzt gerade viermal die Mission gemacht habe. Aber man verbraucht halt Schlüssel, Leute. Hoppla. Und wir werden jetzt ganz genüsslich unseren Super Saiyan 4 Gogeta hier Dokkan awaken auf die letzte Stufe. Leider erhöhen sich die Kosten, aber Leute, das ist es wert. Das wollte ich gemeinsam mit euch machen. Ich mag das nicht alleine machen, ne? Wenn dann mit euch und wie gesagt, gerne Wünsche in die Kommentare, welche Videos als nächstes, ne? Ah, es sieht schon geil aus. Oh ja, wir trainieren ihn auch sofort. Viele werden sicher wieder schreien, Rabbit, nimm doch andere Items. Keine Angst, Leute. Ich habe so viele Trainings-Items. Macht euch da bitte keine Sorgen, ne? Schön Pflanzenmann verhauen. Wenn man übrigens einen Pflanzenmann verhaut, ne? Geht man instant von Level 1 auf Level 120. What the fuck? Yeah, Baby. Er ist mächtig. Was ich bei ihm noch unbedingt machen muss, ist natürlich seine Super-Attacke leveln. Die ist erst 1 von 10. Da warte ich aber noch. Denn ich habe zum Beispiel erst die Super-Attacke gelevelt von unserem legendären Super Saiyan 3 Goku. Wie unten, seht ihr das hier? Ja, links unten. Super-Attacke 20 von 20. Er ist komplett fertig. Und der soll nämlich dann in mein Team rein. Also, dieser Raditz soll hier rausfliegen und dafür dieser Goku rein. Aber ihr seht, die Teamkosten sind viel zu hoch. Er hat nämlich 77 und unser Raditz hier braucht nur 30, ne? Das ist halt ein Unterschied. Und deswegen kann ich ihn leider noch nicht ins Team packen. Erst wenn ich endlich mal genug gelevelt habe. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen weniger Dokkan Battle gespielt. Ich habe nur täglich fleißig meinen Login-Bonus geholt. Wir hatten viele Openings, was ihr dann gleich auf der Endcard sehen könnt. Aber ich habe nicht so viel gespielt, ne? Awaken können wir, wie ihr seht, auch noch ein bisschen was. Zum Beispiel den grünen Broly hätten wir noch rumliegen hier. Oder Paragus oder diesen roten Mechito. Ja, wir haben noch einiges rumliegen, ne? Ich weiß gerade echt nicht, was ich als nächstes am besten machen sollte. Wir haben ja, wie gesagt, schon die zwei Legendary hier, Dokkan Awaken. Ich finde das mega geil. Hoppla. Ich finde es einfach nur... wo war das hier? Da war der Knopf. Oh ja, Leute. Es sieht einfach nur gut aus. Ich liebe meine Legendary. Die habe ich übrigens auch am japanischen Dokkan-Account. Aber auch er hier sieht einfach mächtig aus, Leute. Er sieht einfach fucking mächtig aus. Man kann sagen, was man will, ne?
Und ich finde, das ist ein schönes Abschlussbild. Nein, das ist kein schönes Abschlussbild. Wir wollen natürlich das, was wir heute erreicht haben, hier zum Abschluss sehen. Oh ja, auch wunderschön, auch wunderschön. Wir haben heute hier meinen Super Saiyan 4 Gogeta. Nun endlich komplett fertig, Dokkan Awakened. Er ist auf Level 120. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist die Super-Attacke hochleveln auf Level 10. Und ich bräuchte eigentlich noch Dupes, aber ich habe nie einen gezogen mehr. Deswegen dachte ich mir, scheiß drauf, wir awaken ihn einfach mal. Ne? Leute, wie gesagt, haut jetzt mal in die Kommentare. Was wollt ihr denn alles sehen in Dokkan Battle überhaupt? Schreibt es mal rein, Leute. Ich kann es nicht riechen. Ne? Haut es mal rein und vergesst nicht, ein Abo dazulassen auf diesem Kanal. Damit unterstützt ihr mich sehr. Und das Ganze ist kostenlos, Leute. Natürlich auch die Werbung ansehen ist auch kostenlos. Unterstützt ihr mich auch. Ihr wisst ja Bescheid. Na, ihr wisst ja Bescheid. Auf jeden Fall, Leute. Jetzt auf der Endcard die letzten Openings von Japan und von Global hier. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß. Haut rein und ciao.